Selbstbewusst empfangen die Berlin Rebels den Tabellenführer der GFL Nord im Mommsenstadion. Vollkommen zu Recht, schließlich haben die Hauptstädter den Braunschweig Lions ihre bislang einzige Saisonniederlage beigebracht. Und das auf des Gegners Platz. Ein guter Grund für Headcoach Kim Kutschi, optimistisch in das Heimspiel zu gehen. Also das ganz Entscheidende heute für uns ist, dass wir ein fehlerfreies Spiel abliefern. Ich denke, dass wir auf jeden Fall auf Augenhöhe mitspielen können. Und wenn wir das bis zum Ende fehlerfrei hinkriegen, dann sind wir auch in der Lage, einen Sieg nach Hause zu bringen. Gleich im ersten First Down der Rebels zeigt Quarterback Terrell Robinson dann auch, wie das gehen kann. 25 Yards Raumgewinn, ein Achtungszeichen, aber noch nichts Zählbares. Doch auch die Offense der Löwen tut sich schwer mit konzentriert verteidigenden Berlinern. Kurz vor Ablauf des ersten Viertels bringt Terrell Robinson sein Team dann aber doch noch mit einem feinen Pass auf Wide Receiver Hayden Daniels in eine aussichtsreiche Position. Und wieder einmal führt das Laufspiel der Rebels zum Erfolg. Robinson setzt Running Back Sean Richard in Szene und der trägt das Leder in die Endzone. Den Point after Touchdown verwandelt Philipp Freis Anderson routiniert. 7:0 die Führung der Rebellen nach dem ersten Quarter. Doch die Löwen beißen zurück. Irgendwie bringt Jadrian Clark den Ball in diesem Gedränge in die Zone. Und Tobias Göbel tritt das Ei zum fälligen Extrapunkt durch die Stangen. Ausgleich zur Halbzeit. Kein Ergebnis nach dem Geschmack von Terrell Robinson. Der Ami wird mustergültig freigeblockt und ist auf und davon. Sein 82-Yards-Lauf bringt die Rebels wieder in Front. Die schönste Szene im Spiel. Den anschließenden Pat verwandelt Anderson sicher. Die Rebels scheinen das Spiel zu kontrollieren, leisten sich jetzt aber Unkonzentriertheiten. Gleich zweimal werden die Berliner wegen Unsportlichkeiten mit je 15 Yards Raumverlust bestraft. Und dann auch noch das. An der Mittellinie entwischt Quarterback Jadrian Clark mit dem Spielgerät. Die restlichen 52 Yards sind Formsache für den Mann aus Indianapolis. 14:14 der erneute Ausgleich. Doch die Berliner beweisen Moral. Wieder ist es Sean Richard, der den Rebels mit einem beinahe identischen Spielzug wie bei seinem ersten Touchdown die dritte Führung des Spiels beschert. Die sich die Jungs aus der Hauptstadt nun auch nicht mehr nehmen lassen. Der Safety zum 23:14 Endstand ist nur noch Kosmetik. Ein wichtiger Sieg dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Wir wussten, es würde ein schweres Spiel werden. Wir wollten einfach nur unser Ding durchziehen, Zug für Zug. Wir wussten auch um die Stärke des Gegners, aber wenn du es schaffst, das beste Offensivteam der Europa League bei nur 14 Punkten zu halten, dann verdient die Defense alle Ehre. Unsere Defense hat da krasse Arbeit geleistet und wir wollen einfach auf diesem Sieg aufbauen. Es war hart, aber Mann, wir haben's gepackt. Auf diesem Sieg aufbauen, das muss jetzt die Devise sein. Denn für die anstehenden Playoffs könnte die Ausgangslage der Rebels zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde kaum besser sein. Wir haben heute wirklich für uns einen sehr, sehr wichtigen Sieg gesetzt und uns die Möglichkeiten geschaffen, in den Playoffs zu Hause zu spielen. Das dürfen wir jetzt gegen Hamburg und Hildesheim nicht verspielen. Gegen die Hildesheim Invaders also das letzte Heimspiel der Rebels, bevor es Ende September mit den Playoffs losgeht. Live im Mommsenstadion oder hier auf hauptstadtsport.tv.